Hallo. Wolfgang Rettig, der 15. Dezember 2016, Deutschland. Unbequeme Fragen. Ich hatte vor 15 Minuten hatte ich einen Impuls, dieses Video hier zu machen, und dann ist mir das wieder entglitten. Ich rede jetzt über Deutschland-Themen. Wer meinen Kanal kennt, wer mich kennt, der weiß es ja, dass ich mich da fest abonniert habe da drauf. Ja. Und doch ist es immer etwas, was in mir gerade als Impuls lebendig wird, wenn ich ein Video mache, wie dieses jetzt hier. Ja. Es ist immer so. Es sind Themen, die das ganze Land betreffen eigentlich, wo ich mich als Teil von diesem Ganzen, von dem deutschen Volk, von der deutschen Kultur, von der Lebensweise, von unserer Geschichte, als Teil von dem betrachte, wo die ganze Welt eine Ahnung davon hat, dass es Deutschland ist. Ja? Ich bin ein Teil von dem, mittendrin, und sehe das verschwinden. So trete ich hier auf, so kennt man mich, seit 1,5 Jahren. Und doch ist es immer so, auch wenn es diese Bedeutung eigentlich hat, für mich jedenfalls, ne, dass es aus mir herauskommt, dass es ganz stark mit mir zu tun hat. Und so kam es vorhin so, ich wusste genau, red darüber. Es ist wichtig. Es ist wirklich wichtig, ja. Und dann war es wieder weg. Und jetzt weiß ich, dass ich mit diesem Titel Deutschland unbequeme Fragen drüber sprechen kann. Genau die unbequemen Fragen bringen uns weiter, bringen auch mich weiter. Ich fange mal bei mir an. Ja? Ich gebe mal Beispiele, damit es verständlich wird. Ich bin erklärtermaßen ein Gegner von Sozialismus, von einer Zwangsvergemeinschaftung oder Zwangsvergesellschaftung von Menschen, ja, durch ein sozialistisches System. Bei Nordkorea, da sind wir uns wohl einig, dass das abzulehnen wäre. Da glaube ich, habe ich keinen einzigen Zuschauer, der das gut findet, was in Nordkorea läuft. Das ist mir egal. Aber schon bei dem Modell DDR oder bei dem Modell Sowjetunion dürfen sich die Geister scheiden. Schon bei Venezuela oder Kuba dürfen sich die Geister scheiden. Ne? Für mich ist es klar, Sozialismus, da haben wir keine Eigenverantwortung. Bei Sozialismus wird individuelle Freiheit unterdrückt, zwangsweise unterdrückt. Da haben wir Korruption schon praktisch im System im Kern angelegt. Die Versuchung, dass Funktionäre sich eben zum Wohle der Allgemeinheit in Gänsefüßen, ja, selbst bereichern. Wie bei Orwell, George Orwell, fabrizieren, so nach diesem Muster. Ne? Das ist für mich Sozialismus. Und das sehe ich hier in Deutschland. Aller Orten. Ganz starke Sozialismus-Tendenzen in dieser Weise, wie ich das gerade beschreibe. Funktionäre, die sich in die eigene Tasche hineinstopfen, ja, die auf Kosten anderer Menschen leben, die das Geld dritter Leute, wo andere Leute sich für anstrengen müssen, einfach leichtfertig ausgeben für vermeintliche Wohltaten oder für eigene Zwecke, ja, für ihre Kumpane. Also, das geht ganz, ganz tief bei mir mit Sozialismus. Ich verhasste nämlich, komme von dem Thema weg, gut, aber zumindest mache ich damit deutlich, dass ich eine ganz tief sitzende Abneigung gegen Sozialismus habe, in mir drin. Ja? Die Entgegensetzung von Eigenverantwortung, dass man für sein eigenes Tun oder Unterlassen auch die Folgen selber zu tragen hat. Was mache ich? Beispiel jetzt für eine unbequeme Frage, ja, die ich mir dann stelle. Was mache ich eigentlich, wenn ich dann mal erfahre,
in der ehemaligen DDR, ja, dass dort das Zusammenleben tatsächlich gemeinschaftlicher war als im Westen. Im Westen hatten wir eine Individualisierung. Ja. Es gab noch bis fast in die Endzeit der DDR gab es Tanzlokale, viele, viele Tanzlokale. Ne? Und die sind hier im Westen Deutschlands verschwunden. Es gab eine Geselligkeit, die gepflegt wurde, die bei uns hier in Deutschland vielleicht in den 60er Jahren noch vorhanden war, aber die zunehmend verschwunden ist hier in Deutschland, in Westdeutschland erstmal. Wo ich dann sofort sehe, das ist ein Verlust an Gemeinschaft im Westen. Das kann ja dann auch nicht gut sein. Ich spüre es sofort, ja. Wo ich dann aber auch weiß, da gab es gelebte Gemeinschaft in der DDR. Leute dort in den neuen Bundesländern können mir davon berichten, glaubhaft berichten. Wie geht es da mir selbst, ja? Sollte ich dann meine Haltung zum Sozialismus überdenken, stimmt da etwas nicht mit meiner tiefen Abneigung gegen Sozialismus? Ich gehe davon nicht ab. Diese tiefe Abneigung bleibt bestehen, die ich gegen den Sozialismus habe. Aber im selben Moment, wo ich Leute positiv reden höre über ein Gemeinschaftsgefühl, was gelebt wurde, im selben Moment weiß ich, ich bin unehrlich, wenn ich das alles in einen Topf verrühre. Ja? Wenn ich nicht bereit bin, auch durchaus positive Aspekte des Lebens in der DDR anzuerkennen. Und anzuerkennen, dass ein übersteigerter Individualismus auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Individuelle Freiheit auf die Spitze getrieben ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber nochmal, ich bin wirklich von ganz tief innen heraus gegen Sozialismus. Ist automatisch mit Zwang verknüpft. Dann zeige ich den Stinkefinger, da sage ich, ohne mich, leckt mich. Dann habe ich genau dieses Empfinden wieder, wie hier in dieser BRD. Übergriffigkeit. Wolfgang. Lies mal. Vom Sinn unseres Lebens. Das ist ein Buch. Das haben die Jugendweihe-Absolventen in der DDR haben das zur Jugendweihe geschenkt bekommen. Ja? Das ist ein ziemlich dicker Band, auch nicht schwer und enthält viel Text und viele Bilder. Es ist ein Abriss, eine Zusammenfassung von allem, was zum Sozialismus, Kommunismus dazugehört. Ich beziehe es mal nur auf den Kommunismus. Ich bin Fan vom Kommunismus. Also von dem, was ich da gelesen habe, ich bin 1983 geboren, Wolfgang. Damals, Kindergarten, das habe ich schon mitbekommen und so, diese Kindheit, also meine sensiblen Jahre habe ich in der DDR verbracht. Mein Heimatland, in dem ich geboren wurde, in dem ich in meiner frühen Kindheit aufgewachsen bin, das gibt es so nicht mehr. Das habe ich dann auch ganz schnell gemerkt. Und daher bin ich dann noch nicht so vergiftet worden. Mein Vater zum Beispiel, ja, der kann mit Sozialismus, Kommunismus, genau wie du, diese natürliche Abwehrreaktion. Mein Vater ist auch Widder. Ja, deshalb bist du ja sowas wie mein Papi. So. Und sein Papa, also mein Opi, den habe ich nie kennengelernt, der ist damals im Roten Ochsen hier in Halle, ist der gestorben. Wegen politischen Sachen. Ich weiß darüber nichts, weil meine Familie darüber nicht spricht mit mir. Jetzt zur Zeit sowieso schon lange nicht, das weißt du auch. Ich habe mit meinem Vater schon seit einem Dreivierteljahr nicht mehr geredet. Für ihn bin ich im Jenseits. Also im Internet, bei YouTube.
Und dadurch, dass ich diese schönen Kindheitsjahre in diesem Gefühl, ich bin ja auch sensibel wie du, leben konnte, habe ich dann das Buch lesen können. Vor 3 Jahren habe ich angefangen, mich für den Kommunismus zu interessieren. Und da habe ich dann auch August Bebel, habe ich in eine Geburtstagsrede von Lenin vorgelesen. Zu seinem Geburtstag, kannst du auch anhören, da war ich total aufgeregt. Und ich war einfach nur sehr, sehr. Ich bin immer noch getragen von dieser Stimmung, diesem schönen Gefühl, was dieses Lesen, das Erlernen, das Kennenlernen, das in Berührung kommen mit dieser Utopie, Kommunismus, ja? Die Utopie Kommunismus. Der Sozialismus war ja nur die Vorstufe bis dorthin. Das wissen auch viele nicht. Den Unterschied zwischen Sozialismus und Kommunismus. Also von meinem Verständnis her war die DDR ein Zwischenschritt, der aber dann nicht verendet werden konnte. Und alles so wie es kam, ist gut so wie es kam, denn der Kommunismus, der Gedanke, der dahinter steht, das ist das, was du, das ist das Lebensgefühl, was die Seite in dir zum Schwingen bringt, wo du dich dann dazu genötigt fühlst, den Sozialismus doch nicht übers Knie zu brechen, alles scheiße zu finden. Und wir haben ja alle so ein bisschen das Gefühl, in einem Internat oder in irgendeiner Ausbildung, irgendeinem Drill gewesen zu sein, was uns aber auch alle verbunden hat. Deine Individualität, die war in dem Sinne hier ja nicht so dann anwesend, wie du das vielleicht empfindest. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls bin ich begeistert, immer noch, von dem Gedanken. Und ich lege es dir ans Herz, da du so gerne liest, diesen dicken Band dir in irgendeiner Form mal anzusehen. Ich habe den von vorne bis hinten durchgelesen, das mache ich gerne so. Und dann hatte ich noch die kleine Enzyklopädie hier in der DDR gab es so. Ja, genau. Ich mag ja sehr Bücher. Und VEB ist für mich ein Markenzeichen. VEB, wenn das im Buch steht, weiß ich sofort, okay, lies mal die Einleitung. Und nachdem ich die Einleitung gelesen habe, da weiß ich meistens, das ist gut. Es gibt ja viele, die lesen die Einleitung gar nicht oder überblättern den Inhalt. Ich finde das sehr wichtig. Du musst doch, bevor du ein Buch liest, wissen, was drinsteht. Ja. Oder auch nicht? Naja, okay. Das ist total schön. Ich mache das jetzt auch so wie der Bernd mit dir. Da draußen schimpfen die Elstern. Hörst du es? Und ich fühle mich hier sehr wohl. Hier lebt das noch. Dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses ganz tief verbundene, miteinander verbunden sein in der Kindheit. Zu Kindertagen, so bis 6, 7 Jahre, diese kleinen Kinder, die sind hier noch anwesend, die leben hier zusammen, hier in diesen Wänden, in diesen Hallen, diesen heiligen Hallen hier. Merkst du, wie meine Stimme, wie das anstrengend zu sprechen? Es ist ja auch eine ganz seltsame Art und Weise, mit dir zu reden. Immerhin schaue ich dich ja nicht an, aber dafür bin ich doppelt. Ich mache jetzt mal weiter. Du da. Oh, jetzt habe ich still gemacht. Welche Taste schaffe ich? Hä? Welche Taste muss ich denn da drücken? Ein M? Ein U? Das weiß ich.
Ich bin gemeinschaftsorientiert, ich bin auf ein Gemeinwohl hin orientiert, als freier Mensch, als Individuum. Ich brauche mir das nicht sagen lassen. Ich brauche es mir nicht von irgendwelchen Funktionären sagen lassen. Ich brauche mir nicht von irgendwem sagen lassen. Wie mein Alter. Flüchtlinge beispielsweise. Aber wie geht es mir? Cool. Bei dieser tiefen Abneigung. Cool. Gegen Bus. Cool. Ich habe was gelernt. Mit. Dank dir habe ich was gelernt. Das ist in so einem Moment. Papi hat mir was gezeigt. Wo ich jemandem gegenüberstehe, der vielleicht auch noch ganz offen sagt, er ist Sozialist. Und der erzählt mir aus dem prallen Leben, ja. Wir waren Dinge, alle mal. Wo ich eben Gemeinschaft gelebt sehe in der ehemaligen DDR. Und ehrlicherweise sagen muss, ja, das war in der DDR eher möglich. Ja. Richtig. Was dort gefehlt hat, waren die Existenzängste der Menschen. Weitgehend jedenfalls. Also, ja. Oder ich glaube, fast durchgehend, ja, in der ehemaligen DDR. Da komme ich an die Grenzen eigener Konzepte. Da komme ich an die Grenze meiner eigenen Entgegensetzung. Libertäre Gesellschaft, gar kein Staat oder Minimalstaat versus eine Zentralplanung, Zentralverwaltung. Tja, jetzt, also ich habe da natürlich Dinge im Kopf, ja. Ich möchte eine freiheitliche Gesellschaft haben, da, wo ich mich wohlfühlen kann. Das will ich, ja. Aber wenn es da keine Gemeinschaft gäbe, dann wollte ich das auch nicht. Ja. Richtig. Was will ich? Ganz genau, das habe ich ganz genau gesagt. Also das ist was bringt es uns, hoch zu flattern und mal einen Abstecher in 5D zu machen? Was bringt es uns, wenn wir das alleine sind und wenn die anderen keine Ahnung davon haben, weil sie nicht mal schnuppern können, deine Flugstimmung, der Bratenduft, den der Rüdiger Lenz auch verbreitet, der Bratenduft. Wir müssen doch essen. Genau, der Rüdiger Lenz, der verbreitet einen Bratenduft. Das hat er geschrieben, hat er mir geantwortet. Einen Bratenduft verbreiten. Es muss ja nicht unbedingt ein Schweinebraten sein. Es kann ja auch ein imaginärer Weihnachtsfestbraten sein, der nicht unbedingt ein totes Tier beinhalten muss, sondern vielleicht, da wir den ja auch alle essen wollen und uns total drauf freuen, der Bratenduft von der Gemeinschaftssuppe, in die wir alle reingeworfen wurden und die wir durch unsere Bewegungen und unsere Freude zum Brodeln bringen und den Duft dann in die Welt hinaustragen. Das habe ich gut gemacht. Jetzt ein Beispiel. Ich habe das lange, jetzt 10 Minuten ausgeweitet. Ne? Tut mir leid, dass mir das jetzt so in dem Sinne entglitten ist, ne? Aber es wird einen Grund haben. Das soll ein Beispiel sein für eine Frage, die für mich sehr unbequem ist oder wo ich einfach bei mir sehe, pass auf Wolfgang, dass du nicht mit Konzepten, mit festgefügten Schablonen dir selber ein Bein stellst. Das ist das, was ich schon mal mit dieser Winkelkatze meine, Stichwort Winkelkatze, der eine oder andere kennt es bei mir, ne? Die mich selber in Frage stellt. Ich möchte es mal jetzt interessanter machen. Ich habe jetzt über mich erzählt. Was macht der Sozialarbeiter, der linke Sozialarbeiter, wenn er mit sogenannten Flüchtlingen zusammenarbeitet, zu tun hat, ja, engagiert sich und macht denen Angebote, wie sie sich integrieren können in die deutsche Gesellschaft, in die Modernität unserer Gesellschaft. Und die nehmen die Angebote nicht wahr. Oder seine Schützlinge belügen ihn. Oder er merkt, sie haben an der Oberfläche ein Wohlverhalten ihm gegenüber, weil sie auch von ihm irgendetwas haben wollen. Aber sie nutzen ihn nur aus. Tuscheln in ihrer Sprache, die er nicht versteht, der linke Sozialarbeiter, über ihn. Machen hämische Bemerkungen, wo er das spürt.
Wie fühlt sich dieser linke Sozialarbeiter? Unbequeme Fragen könnte er sich dann stellen. Ja? Ist das richtig, was ich hier tue? Ist das wirklich richtig? Was für ein Gefühl habe ich da gerade, wenn ich Zeuge von dem hier werde? Wie passt das eigentlich mit meinem Berufsselbstverständnis zusammen? Lieber Wolfgang, ich wünsche mir eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann ohne Ausschlagzeug. Ich möchte irgendwann Kinder bekommen, ja. Und jetzt habe ich Bernd schon versucht zu verklickern, aber er ist da ein bisschen blockiert, ja, weil das kleine Mädchen kommt dazu sehr durch. Das verletzte kleine Mädchen. Ich wünsche mir eine Welt, in der ich Kinder bekommen darf, ohne dass diese Kinder einen Namen bekommen, verpasst bekommen müssen, ja, der sie schon mal von vornherein mit irgendeiner Schwingung behaftet. Weil jeder Name hat eine Schwingung, trägt eine Schwingung und eine Botschaft. Also all diese ganzen Zettel, die werden zu gern vermeidet. Ja? Irgendein Zettel, wo irgendwas dran klebt, wer oder was du sein sollst und bist, das ist richtig. Die Leute sind so individuell, dass sie schon gar nicht mehr wissen, wer sie sind. Weil sie sich nicht mehr reflektieren können in dem anderen. Verstehst du? Die erkennen sich nicht mehr in dem anderen. Und ich möchte eine Welt, in der das Gemeinschaftsgefühl aus meiner Kindheit wieder vorhanden ist. Dass ich mich wieder getragen fühle von meiner ganzen Familie. Und meine Familie, die sind alle Menschen auf der Welt, alles sind meine Brüder und Schwestern. Ich habe vor vielen Jahren in meinem neuen Leben, also vor 3 oder so, dass alle Menschen meine Freunde sind. Nur die meisten wissen das noch nicht. Freundschaft. Als Sozialarbeiter? Als Profi-Willkommensheißer, als Repräsentant und Aktivist der Willkommenskultur, wie passt das eigentlich mit einem positiven Selbstbild zusammen, was ich vor mir habe, wenn ich hier sehe, ich werde hier für dumm verkauft, ich werde hier belogen oder da sind Sachen, die ich in meiner Arbeit sehe, in der Zusammenarbeit mit Schützlingen, ja. Vielleicht der eine oder andere dabei noch, der ganz, ganz abfällig über Frauen spricht. Wie komme ich damit klar? Wie kommt die Feministin klar damit, wenn eben Frauen in Deutschland den öffentlichen Raum meiden, also nicht mehr alleine in der Dunkelheit irgendwo hergehen möchten? Ja? Das ist ja nicht eingebildet. Das ist ja wirklich nicht eingebildet. Das ist ja hier in Deutschland flächendeckend inzwischen. Dass sich da eine Angst ausgebreitet hat. Ja? Wie geht eine Feministin eigentlich damit um? Stellt die sich nicht auch die Fragen? Die unbequemen Fragen werden hier in Deutschland nicht gestellt. Das ist das Problem. Es kam jetzt mal, vor 2 Tagen kam mal auf, dass ich mit... Vollverschleierung ist manchmal notwendig. Und das aus Gründen, die gar nicht offensichtlich zu sein scheinen. Das ist das Gefühl. Du fühlst dich besser, wenn der andere dich nicht sehen kann. Weil das hat alles eine Wirkung, die erstmal wieder wahrgenommen werden möchte. Ja. Ich finde es zum Beispiel auf der einen Seite gut, dass Bernd hier wieder frei ist in seinen 4 Wänden, beziehungsweise in den Hallen. Aber andererseits, also dass er jetzt hier nackig rumrennt, der macht mir die Tür auf mit seinem Schwanz, weißt du? Hör, was ist los? Und ich, wenn ich in der Auto gucke, denke ich, der guckt mich Idefix an, weißt du? Aber nicht, ich will nicht so einen Schwanz sehen müssen, ich hasse das männliche Geschlecht, das ist hässlich. Das ist nun mal so. Und da ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn der Schwanz nur 2 Zentimeter groß ist und nicht da so ein Lümmel hängt, wo du dann eine XL-Tüte drüber ziehen musst. Weißt du? Und nur weil ich hier ein Video mache, wo ich nackten Handstand tue, ja, fühlt der sich gleich aufgefordert, hier den ganzen Tag nackig rumzurennen. Und jedes, ich kann das nicht, ich muss meine Augen abwenden. Es funktioniert nicht. Das ist nicht für meine Augen bestimmt, was ich da zu sehen bekomme. Ja, alle Tiere können ja schon ins Einfahren, oder Menschen nicht, oder wie? Videos, die ich mache, eigentlich nicht Lösungen anspreche. Dass ich dann im ewig Gleichen mich drehe,
im selben Saft wieder schmore, auch nach dreimonatiger Videopause. Aber ich sag's mal hier ganz deutlich, in aller Offenheit. Ja. Ich gebe jetzt nicht Antworten. Ich musste gestern weinen, als ich hierher kam. Ich war gestern mit Silvi, das ist eine Freundin von uns, von Dant und mir. Das ist ja sozusagen meine Ersatzmutti. Du bist ein Ersatzpapi und sie ist eine Ersatzmutti. Weil die konnte früher Spagat und die war übelst sie war eine Akrobatin. Sie ist eine kleine, zierliche, aber mit sowas von faustdick hinter den Ohren Akrobatin. Und sie ist Seelsorgerin, Telefonseelsorgerin. Also ihr schütten die Menschen ihr Herz aus. Und es erfordert total viel Energie, die ihr dann abgezogen wird. Und gestern meinte Rubens, so nennt ihn Bernd, Hans-Jörg Ruhm von nebenan, mein lieber Hans, das haben wir auch aufgezeichnet, der sagte, dass irgendwie hat er gemeint, auf einen Mann fünf Frauen kommen so auf der Welt, so von was auch immer. Und da habe ich mich gefragt, na, wie kann denn das sein? So biologisch ist es doch 50-50. Ja, vielleicht ein bisschen mehr das eine oder mal das andere ist ja auch so generell 50-50. Und wenn Rums dann sagt 1:5, dann habe ich das Gefühl, dass die 50% Frauen ja, fünfmal mehr Energie aufwenden müssen, damit der ganze Laden hier nicht vor die Hunde geht und hochgeht, dass die Männer befriedigt sind. Also auf einen Mann fünf Frauen, die fünffache Frauenenergie, das heißt die Weiblichkeit ist über alle Maßen belastet. Und das ist nicht schön. Das will ich nicht. Ich bin Skorpion. Ja? Ich gehe den Sachen sehr tief auf den Grund. Und ich bin Aszendent Schütze. Ich zeig meinen Finger drauf. Und ich mache mich noch lustig drüber. Das kann ich. Und mein Mond ist in Zwillingen. Das heißt, ich habe eine Verbindung zu den Leuten. Ja? Was soll ich denn jetzt sagen? Naja. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt aber auch Männer, die dann die Rolle der Frau einnehmen. Hans ist dann so jemand. Und das zeigt sich dann auch in den wenigen Haaren, die er auf dem Kopf hat. Das ist meine Matmusung. Weil ich habe das Gefühl, dass die meisten Weiber, die, wenn sie nicht so tun, als wären sie ein Typ, dann aber trotzdem die Rolle, die Sichtweise einnehmen müssen, wenn sie sich mit Typen auseinandersetzen, ja. Die Jule zum Beispiel, eine gute Freundin von Bernd, die war hier. Und ich hab hingehorcht, wenn sie mit ihm sprach. Die kennen sie schon echt lange. Und sie war damals mit dabei, als das in die Brüche ging mit seiner Beziehung, mit seiner Freundin und der Tochter, die daraus vorging. Also eine gute Freundin, die ihn sehr lange schon kennt und die auch weiß, wie sie ihn zu nehmen hat. Und da habe ich mich wiederentdeckt bei der Jule. So war ich früher auch, sehr dunkel gekleidet, schwarz, lange Haare, hübsch, sehr hübsches Mädchen. Und ja, dann aber, also so eine Männerversteher, schwule Mädchen. Ja. Und das ist wichtig zu erkennen. Ja. Es gibt viele Weiber, die tun so, als wären sie Typen und das ist schlimm. Und dann gibt es wieder die Männer, die so weiblich sind, die das dann wieder auffangen, aber auch darunter leiden. Unter diesem Mischmasch, der schon lange, viel länger als das Gender-Thema hier überhaupt in die Öffentlichkeit getragen wurde, ist es doch, das ist jetzt nur noch entarteter als vorher. Ja? Ich bin nicht der Meinung, dass die Frauen an Herd gehören. Vielleicht um kreativ zu sein und ein wunderbares Mahl zu bereiten, das allen Kraft schenkt. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich bin ja in meinem Mädchensein, ich bin ja in meiner neuen Weiblichkeit angelangt, dank meinem Liebsten. Der hat mich ja so lange weggestoßen, bis ich dann darauf kam. Moment mal. Da gibt's noch mehr, Katrin. Noch viel mehr. Und wenn du das erstmal alles, diese ganzen Zwiebelhäute, diese ganzen Pellen von dir abge... Wenn du ganz oft Schmetterling oder Schlange, wenn du ganz oft die skorpionische Schlange warst, ja?
Oder der Adler, der von ganz oben alles überblicken kann. Oder ganz tief sehen kann, ganz weit sehen kann. Selbstbeweihräucherung. Nun, das ist schon mal verloren. Als Lösung, ich gebe nicht irgendwie etwas positiv vor, das ist die Lösung. Ja. Und was ich hier gerade sage, dass diese unbequemen Fragen nicht gestellt werden. Wo die Deutsch gehen, kennt Bernd auch noch nicht, die muss ich jetzt reinhauen. Zum Thema Lösung, Lösung. Lösung. Dann gehen wir mal so. Rudi, nee, da ist Rudi. Das ist Rudi. Deutsche, Englisch, Schwierigkeit. Dann machen wir mal den. Vielleicht auch nicht. Rudi Duschke beschreibt zurzeit unter BAD herrschende Hauptprobleme. You know, bands, Revolution ist nicht ein das ist es, genau. Kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Dann ist alles anders. Wundervoll. Und der hat einen Strickpulli. Ich mag Strickpullis. Ich mag gestrickte Sachen. Stricken, das bringt mir Silvi bei. Die kann das alles. Das habe ich alles von meiner Wahlmami lernen. So. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Wir haben vor 2 Jahren in kleinen esoterischen Zirkeln geglaubt, wir haben den Weltgeist für uns gemietet. Das ist das, abfliegen, ne? Aber alles andere bleibt unten. Heute sind es Tausende, eine Minorität in der Tat. Aber der Prozess der Veränderung geht über diesen Weg, des, wie ich es mal genannt habe, des langen Marsches durch die bestehenden Institutionen, in denen durch Aufklärung, systematische Aufklärung und direkten Aktionen Bewusstwerdung bei weiteren Minderheiten in und außerhalb der Universität, in Schulen, Berufsschulen, auch in Ingenieurschulen, in technischen Universitäten und schließlich in Betrieben, gerade wo Arbeiter um ihre Arbeitsplätze bangen. Dieser Prozess hat begonnen und das ist eine langfristige Geschichte, die jetzt gerade erst von uns in Gang gesetzt wurde, aber schon darauf hindeutet, dass wir nicht allein bleiben, wenn wir allerdings unseren angefangenen Weg beenden und an der Universität scheitern. Dann ist es sicher, dass der Weg in der Gesellschaft verbaut ist. Und ein letztes, die Frage von Konterrevolution und Revolution. Der Begriff der Revolution ist heute auch nur noch international zu begreifen. Es wird keine deutsche Revolution geben. Die Mutter-Tochter-Revolution kannst du anhören bei mir auf YouTube, kennst du auch schon. Es wird aber einen weltweiten Prozess der Emanzipation in einem langen Sinne geben. Völker kämpfen schon. Ja, ich habe mich etwas gewundert, dass Herr Duschke so großen Wert darauf legt, dass er als subversives Element verleumdet wird. Ich hatte gehofft, er empfindet sich als ein subversives Element. Ich will damit nicht sagen, dass wir uns alle als solche empfinden sollten. Vielleicht sollten wir das, aber die Revolution ist doch eine Sache, die im Äußersten ein äußerstes Mittel aus einer, man darf sagen, aus einer äußersten Not heraus und eine Spielerei, wie sie im Moment öfter erscheint, kann sie natürlich nicht sein. Wenn es revolutionär ist, ohne eine Situation, in der sie gemacht werden kann, dann werden die leicht zu komischen Figuren. Meine eigene These ist, dass wir zwar einige Revolutionäre unter uns haben, und ich bin froh darüber, aber eine revolutionäre Situation beschreibt die gegenwärtige Lage der Bundesrepublik nicht. Das heißt also, ich würde Herrn Duschkes Frage, wo sind die Bedingungen der Reform, gleich konkret beantworten wollen, damit, dass ich sage, es gibt Bedingungen für mögliche Reformen heute. Um eines allerdings muss ich für die Zwecke der Diskussion Herrn Duschke bitten. Wenn Sie sagen, es ist ein langer, langer Weg, und wenn Sie hinweisen auf die Jahrzehnte, die das dauern kann, dann machen Sie Ihre Auffassung unangreifbar. Was soll jemand dazu noch sagen? Das ist also schlicht eine Theorie, die man in die Welt setzen kann, aber die man nicht mehr diskutieren kann. Das heißt also, wenn Sie einfach...
Es kann keine Studentenrevolution geben. Ein, das, was Revolution heißen könnte, könnte nur heißen, eine Mehrheit dieser bestehenden Bevölkerung ist bewusst geworden in einem langen Prozess von Aufklärung und Aktion und akzeptiert die bestehenden Institutionen nicht mehr. Erst dann ist Revolution möglich. Wir haben begonnen, stehen vielleicht am Ende der vorrevolutionären Phase, haben aber absolut noch keine Möglichkeit, als Studenten Revolution zu machen. Das wäre nichts anderes als eine Reproduktion der Elite-Theorie. Studerer, sich bemühen. Ja, wir müssen das alles weiterfassen. Student, ich war auch lange Student. 9,5 Jahre habe ich studiert. Habe ich einen Abschluss? Nö. Sind mich geäxt. Dass wir als Studenten das dem Volk sagen könnten, was los ist. Ich fühle mich nicht als Elite. Ich bin einer von denen, die die Chance haben, zu studieren, einiges zu erkennen und habe die Aufgabe und Pflicht. Und das ist der Wissenschaftsbegriff, der dahinter steht. Über den muss noch geredet werden. Wissenschaft als Moment der Selbstbefreiung des Menschen von unbegriffenen Mächten. Das heißt Aufklärung aus dem wissenschaftlichen Studium heraus. Und als Wissenschaftler haben wir die Aufgabe, diesen Prozess der Selbstbefreiung des Menschen von den unbegriffenen Mächten zu forcieren und uns nicht zu Objekten anderer Mächte der Gesellschaft zu machen. Wie es hier sind eschatologische Vorstellungen, man will eine neue Gesellschaft schaffen, nur durch den revolutionären Willen von meinetwegen noch so beachtlichen Einzelnen. Und Herr Dutschke ist ein beachtlicher Einzelner. Aber diese neue Gesellschaft zu schaffen, den neuen Menschen zu schaffen, für die Versöhnung von Mensch und Natur tätig zu werden, das, darunter können wir uns nichts vorstellen. Und damit dürfen wir uns auch nicht traktieren. Es gilt erstmal, ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen. Das jetzt nicht gleich zu fragen, gib doch die Antwort. Ein Dutschke will keine Antwort geben. Das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin. Denn was soll es bedeuten, als Einzelne? Genauso will ich auch nicht auf Bernds Fragen antworten. Das musst du auch mal akzeptieren, dass ich ja nicht seine ständig anrufbare Mutti bin. Deshalb haben wir das klar gemacht, dass wenn ich da hinten bin, dass der mich hier fälligst, dass der anzuklopfen hat, wenn er was von mir will. Das muss ja erstmal wieder reinkommen, ja? Diese Räumlichkeiten, dass jeder auch einen eigenen Raum hat. Das ist wichtig. Ich bin nicht deine Mutter, ja? Ich bin's nicht. Ich bin nicht deine Mutti, die du ständig fragen kannst. Ständig. Wegen jedem Scheiß. Bemühe dich mal. Da Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt, die muss durchbrochen werden. Dann können Antworten geben. Sei jetzt am Bernd. Ich bin jetzt wieder bei dir, lieber Wolfgang. Ist ja auch wieder eine Kritik, oder? Also ich bin nicht zerknirscht deswegen. Das macht mich nicht fertig. Ja? Ich kann da frei drüber sprechen. Aber es ist ja wieder auch eine Kritik sozusagen. Ne? Aber das Positive und auch als Lösungsansatz zu verstehen, ja, was ich damit ausdrücken will, ist, stellen wir doch mal diese unbequemen Fragen, uns selbst auch. Ja. Machen wir uns doch mal selbst weich. Diese Sprödigkeit einer Glasscheibe hilft uns nicht weiter. Ja? Ja. Die Geschmeidigkeit einer Weidenrute, ja. Ich denke gerade an Trauerweiden, ja. Nicht wie ein Fähnchen im Winde, aber eine Geschmeidigkeit, die kann man sich da selber aneignen. Jetzt weiß ich, warum ich die vor einer Woche, oder wann es war, mitgenommen habe.
sagte mir, vielleicht brauchst du ja mal Rinde wegen Schmerzen oder so. Guck mal hier, für dich. Das war die Route, die Weidenwünsche Route, die uns hier heute zusammenführt, uns drei. Bernd ist auch dabei. Ja. Man kann sich selbst unbequeme Fragen stellen und dadurch eben auch die Möglichkeit eigenen Denkens erweitern. Der Sozialarbeiter muss ja nicht seinen Beruf deswegen aufgeben, kann ja weiter als Teil der Willkommenskultur seiner Tätigkeit nachgehen, aber er sollte zumindest mal diese Frage zulassen. Genauso wie ein Bankster, wie ein Top-Banker mit dickem Einkommen, der genau sieht, dass da vieles betrügerisch läuft in diesem Finanzsystem, dass die Bilanzregeln nicht mehr greifen, nicht mehr richtig angewendet werden, dass da Treu und Glauben tagtäglich verletzt werden in dem Bankgeschäft, in dem großen ganzen Finanzwesen. Diese ganzen Bailouts, ja, zu Lasten von Steuerzahlern, von Gesellschaften, von Nationen, dass das nicht in Ordnung ist. Das sagt sich doch selber auch mancher Top-Banker, ne? Hand aufs Herz. Solche unbequemen Fragen, das muss nicht dazu führen, dass dieser Top-Banker, wenn er sich ehrlich anbietet, aus dem Fenster springt. Ist Urin trinken gesund? Das ist eine unbequeme Frage. Aber er soll sich dann bewusst machen, dass er in einem Kompromiss und möglicherweise in einem sehr faulen Kompromiss lebt. Und dass er das freiwillig tut, dass er sich dafür entscheidet. Dass er das wenigstens weiß. Und dann kann er auch dazu stehen, vor sich selber wenigstens. Wie auch der Sozialarbeiter, ja, der dann Zweifel bekommt. Was nicht gut ist, ist, solche Fragen nicht zu stellen, auch wenn sie unangenehm sind. Was für mich nicht gut wäre, wenn ich jetzt, weil es sich um Sozialismus handelt, nicht hinhöre, nicht offen bin. Ich komme wieder auf mich zurück. Ja. Deswegen lange im Eingang, dass ich über mich erzählt habe, ja, dass es auch glaubwürdig ist, was ich hier sage. Ich sitze ja in einem Glashaus, wenn ich so etwas sage. Ich zeige ja nicht mit dem Finger auf alle möglichen anderen Leute. Ja. Wie geht es mir? Ich komme nochmal auf mich zurück. Ja. Und das kann ja jeder auf sich selber übertragen. Ja. Wie geht es mir, Wolfgang, ja, wenn ich mit einem Ausländer, einem Flüchtling, ja. Ich hatte am Samstag eine Begegnung mit einem Flüchtling, ja. Wie geht es mir damit, wenn ich merke, das ist ein guter Kerl, ja. Das ist jemand, der ist, es ist ein Neger, ja. Ich gebrauche das Wort Neger freizügig, ja, weil ich es nicht einsehe, dass man Neger nicht sagen darf, weil es negativ belegt ist. Die Negativbelegung dieses Wortes Neger, ja, die ist uns aufgedrückt worden. Ja, dass das auch mal klar ist. Also, er ist ein Neger aus Ostafrika, ja. Aber ein feiner Kerl, ja. Und nicht blöd. Weiß Gott, nicht blöd, ja. Kann ich 100-mal irgendwelche Statistiken lesen, von wegen, in Afrika, da ist die Intelligenz halt viele, viele Punkte niedriger als in Asien oder in Europa. Ich sehe doch, was ich mit eigenen Augen sehe in Begegnungen. Ne? Wie geht es mir dann, mir, Wolfgang, ne? Wo ich doch sage, ich mache mir solche Sorgen um den Fortbestand meines Volkes. Und wenn wir hier nur noch Afrikaner, Asiaten, Araber haben in Deutschland, ja, dann können die auch noch so kultiviert sein, wie sie wollen. Wenn die oder Eskimos meinethalb. Also, lieber Wolfgang, ja, ich möchte dir ja mal ein paar Vorteile nennen. Du sagst immer nur negative Sachen. Aber ich finde es zum Beispiel total spannend, ja, die Möglichkeit zu haben, hier in meinem kleinen Umfeld enorm viele Sprachen zu hören. Enorm viele Sprachen zu hören. Und das, was mich bei der ganzen Geschichte stört, ist, dass ich einfach irgendwie so keinen Zugang dazu bekomme,
Ich möchte total gern, also wenn so ein Afrikaner hierher kommt oder mehrere, dann ist der vielleicht, dann bringen die ja was mit. Ne? Und dann habe ich ja dann vielleicht das Möglichkeiten, ein bisschen Afrika-Feeling zu spüren, weil ich ja noch nie in Afrika war. Ich bin auch noch nie mit dem Flugzeug geflogen. Ich habe mich da irgendwie immer von distanziert. Ich bin nicht so der Typ. Und nachdem ich dann Al Gore und CO2, da war es sowieso für mich gelassen, so mit Fliegen und so. Ich sehe mich ein und Chemtrails sowieso jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ich kann das alles nicht. Ich kann kein Flugzeug besteigen und mich von der Erde so sehr abheben. Da kletter ich lieber auf den Baum. Bin ich immer noch verbunden. Ich glaube nicht, dass das so gesund ist. Gerade wenn Babys schon fliegen und so. Ja. Also was ich eigentlich sagen wollte, weil manchmal anfangen, die ganzen Vorteile sehen zu wollen. Also das Potenzial sehen, erkennen, dass das alles mit sich bringt. Das haben Bernd und ich schon am Anfang des Jahres, haben wir uns da schon gut drüber ausgetauscht. Wer ist ja der Meinung, ich finde das auch nicht verkehrt, unsere Gäste sind alles Gäste. Das ist ja aus irgendeinem Grund hier. Und wir sind nicht unschuldig daran, dass die hier sind. Ich bin auch ein Flüchtling. Das seht ihr nur alle nicht. Ich flüchte vor unliebsamen Menschen, vor Räumlichkeiten, wo ich misshandelt, beschmutzt und runtergezogen werde und ausgesaugt. Und das fühlt sich alles so an. Ja. Ich flüchte. Ich flüchte kontinuierlich, weil ich ständig gestört werde in meinem Sein. Weil ich ja gern wäre, wie ich bin. So jetzt. Ganz Katrin. Das fühle ich doch auch hier, das spüre ich doch hier im Herzen. Und das spüre ich meistens nicht, wenn hier ja, keine Liebe herrscht. Die Liebe, die herrscht aber nur über sich selbst. Denn die Liebe kommt und die Liebe geht. Und da, wo die Menschen in freundlicher und höflicher Begegnung zueinander stehen, da gesellt sich die Liebe dazu. Die Liebe. Ja? Die stärkste Kraft im Universum. Und die kannst du spüren. Ich bin sehr gerne hübsch. Ich bin sehr gerne lieb. Ich bin so gerne lieb. Weil mich das am meisten erfreut. Weil ich das dann auch in den anderen sehen möchte. Nur mein Problem, das ich hier regelmäßig wieder erkenne, ist, dass meine Menschen um mich drumherum das falsch verstehen. So ein, ja? Jeder hat irgendwo mal abgespeichert, was irgendwelche Körpersprache-Symptome für ihn bedeuten. Meistens negativ. Aber einfach nur anzuerkennen, dass da jemand ist. Ja? Jemand, der genauso ist wie du. Auf seine Art. In sich selbst. Da gibt es überhaupt keinen Grund, ständig alles auf sich selbst zu beziehen. Lass den anderen doch einfach mal so sein. Und lerne. Lerne doch mal. Bemühe dich doch mal. Fang mal an zu studieren. Ja. Ich bin auch nicht fest abonniert, ich sage doch nicht hier, das sind schlechte Menschen, die oder die und die sind schlechte Menschen. Ne? Aber wie geht es mir, wenn ich eine Begegnung habe mit einem Nicht-Deutschen, der mich durch sein nicht-deutsches Aussehen, wo ich weiß, er ist nicht deutscher Herkunft, wie geht es mir, wenn ich mit so einem Menschen eine Begegnung habe, ja, und dann... Wir hier in Deutschland sehen, dass die Welt sehr, sehr vielschichtig ist. Wir hier in Deutschland bekommen die Möglichkeit zu sehen, wie viele verschiedene Gesichter die Menschen haben. Ja? Weil die Leute sagen immer, glaube ich nicht, wenn ich es nicht gesehen habe. Mein Papi zum Beispiel, das hat meine Mutter auch letztes Jahr noch erzählt, als wir uns noch gut verstanden haben. Die waren zusammen im Kaufland, mein Vater so, zu seiner
ey, guck mal, die sind schon da, ja? Ja, er kennt seine Welt nur von da vom Fernsehen aus. Das ist so mit meinem Alten. Das ist schlimm. Seine Mutter, die ist total, die ist Wassermann. Die skypt und chattet mit meinen Cousinen. Das ist eine Welt für sich. Da habe ich auch keinen Zugang. Das ist total schlimm. Ja? Das ist total schlimm. Dass der Horizont über die Couch nicht sehr viel weitergeht. Natürlich ich als Mensch, als fühlendes Wesen auch sehe, dieser ist in Ordnung. Natürlich sind das nicht alles die Vergewaltiger. Ja? Logisch, selbstverständlich. Ja? Da gibt es Mentalitätsprobleme, die man hier in Europa hat. Die Schweden können ein Lied davon singen. Ja? Mental. Die gibt es selbstverständlich. Die werden ja hier geleugnet. Übrigens, wie geht es einem Linken? Ja? Politiker, Statistiker oder Sozialarbeiter oder Kirchenfunktionär, ja? Wie geht es dem, wenn er wirklich sieht, was in Schweden läuft, guckt mal nicht weg, ja? Und weiß, da gibt es einen Zusammenhang mit dieser muslimischen Zuwanderung nach Schweden und den Vergewaltigungen. Dem gibt es den Zusammenhang. Wie geht es so jemandem, ne? Und jetzt ehrlich gesagt, ja? Viele von denen, die hierher kommen, die können ohne auf irgendwelchen geschlachteten Bäumen sitzen zu müssen, können die eine ganz normale Ruheposition einnehmen. Die kacken so, die pullern so, das ist das Menschlichste, Natürlichste, die Haltung, die nicht mal mehr Bernd einnehmen kann, weil er sich irgendwas einredet von irgendwelchen verkürzten Sehnen. Die zeigen uns wieder, was natürlich ist, ja, was zu Menschen gehört. Zu Menschen gehören nicht Möbel aus Bäumen, die eigentlich für was ganz anderes da sind. Ja, hör dir mal Gott in den Bäumen an, Prentice Mulford. Diese verkehrte Welt. Wir haben Beine, wir können gehen, wir sind keine Pflanze, die angewurzelt ist, wir können reisen, wir können uns alles ansehen, wir können den Platz wechseln. Und wenn wir es nicht schaffen, dann hilft uns jemand und nimmt uns mit. Und wir müssen nicht alles zu uns holen. In dieser unökonomischen, irrsinnigen, wahnsinnigen Art und Weise. Diese Vereinzelung, diese Einzelzellen. Die alle einzeln sind, ja, einzeln sind die Zellen. Im toten Körper sind die Zellen auch noch alle da, aber da verbindet sie nichts mehr. Da ist der Körper tot. Wenn die Zellen alle in sich nichts mehr verbindet und vor allem wenn die Kommunikation zwischen den einzelnen Zellen nicht funktioniert, dann geht auch alles für die Hunde. Macht ihr sein eigenes Ding, wächst jeder über sich selbst hinaus und dann Krebs. Wenn er die Wirklichkeit zur Kenntnis nimmt, die Wirklichkeit mal an sich heranlässt, wie geht es dem, wenn er genau weiß, dass das, was er nach außen hin verkündet, gelogen ist? Ja? Wie geht es ihm damit? Soll er sich wenigstens seiner Lügen bewusst werden und soll vor sich selber sagen, ich entscheide mich für das Lügen? Ja? Wenigstens vor sich selber sollte er. Die Ehrlichkeit sollte er besitzen, ja? Das finde ich wichtig. Sich dessen bewusst zu sein, dass er sich was vorlügt. Das ist schon der erste Schritt zur Besserung. Sich Rechenschaft geben. Wie geht es mir, ja? Wenn ich so eine Begegnung habe mit einem Menschen, kultiviert, ein feiner Kerl, und gleichzeitig weiß ich, ja, dass mein eigenes Volk hier in Auflösung begriffen ist oder gefährdet ist durch diese Massenzuwanderung, dadurch, dass wir hier immer mehr fremde Konfliktpotenziale aufgelastet bekommen. Dadurch, dass wir immer mehr in der Beschäftigung mit Integration eines unbegrenzten, wir haben bis heute keine Obergrenze für diese Dinge, ja, eines unbegrenzten, das heißt bis hin zur völligen Verdrängung des letzten, auch des letzten Deutschstämmigen hier, ja, wie geht Bert wollte jetzt sagen, hör doch auf die Probleme zu beleuchten, nicht durch Scheiße zu suhlen. Ja? Und bequeme Fragen. Du stellst sie. Ist gut. Denn es sind deine unbequemen Fragen. Ich hatte die Antwort hier eine Antwort.
geht es uns, wenn wir merken, diese unbegrenzte Zuwanderung, in diesem Sinne tatsächlich unbegrenzte Zuwanderung, sollen wir bewältigen, sollen wir verkraften. Na, unbegrenzte Zuwanderung heißt ja auch, dass es keine Grenzen gibt, dass keiner über den Zaun klettern muss. Wie geht es uns damit? Nicht gut, ne? Und gleichzeitig dürfen wir nichts sagen. Ich bin ja auch. Ich habe mich ja eingeschleust letztes Jahr. Ich stand vor der Tür. Einen Tag vorher war ich schon mal da. Dank Facebook. Dank Gesicht zeigen. Dank Komfort. Dank dem tollen Film. Ja, von Mea Culpa. Stand ich hier vor der Tür. Und habe mich infiltriert. Hier rein. Um jetzt hier zu sein. Und genau das mit dir zu machen. Man darf natürlich nicht sagen, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber, ne, ist ja verräterisch. Deswegen wird es ja auch nicht mehr gesagt, ne? Aber... Nee, ich habe nichts gegen. Ich habe nichts gegen. Ich habe nichts gegen. Haben oder sein. Gegen oder für. Ich oder wir. Viele, viele Sprache. Und auch Linke. Ich weiß es 100%, ja. Viele, viele, die auch eigentlich von sich sagen, ich bin ein. Vermutlich hat das Link was mit Mutti zu tun, mit weiblichem, naja, doch, links, linke Hirn, nee, linke Körperhälfte. Die weibliche und die rechte, die männliche. Links und rechts. Ja? Was stört uns an den Linken? Was stört uns an den Rechten? Was machen die Linken, was machen die Rechten? Wofür stehen die? Ja, es gibt eine Teilung. Es gibt aber immer noch eine Teilung zwischen Mann und Frau. Wir haben uns aus dem Grund kennengelernt, liebster Wolfgang. Linker, ja, haben ein Unwacht. Ich weiß wieder, was ich vorhin erzählen wollte. Ich bin hierher gekommen, mit Tränen in den Augen. Nein, stimmt nicht. Ich saß dann irgendwann weinerlich in der Küche. Weil mir der Gedanke kam, dass wenn mein Papi früher, damals, als das Haus noch nicht abgerissen war, als da noch die Fosterheizung war, dass der da immer abends nackig mit Zigarette und Bier vorm Ofen stand. So, also so richtig, ja. Ja, eben stand der da rum und hat da geraucht und, ja, keine Ahnung. Und dann musste ich dann immer vorbei, weil da Haus, Durchgang, Waschhaus, und hinterm Waschhaus noch das Bad mit dem Klo. Hatte keinen Nachttopf. Und ich fand es nicht angenehm, da mal vorbei zu müssen und es so nur zu sehen. Ich weiß nicht, was da los war. Ist schlimm. Abend. In der anderen Richtung. Ich, Wolfgang, der ich doch das alles sehe und darüber spreche, in den Videos, die mit Deutschland zu tun haben. Wenn ich eine individuelle Begegnung habe mit einem Menschen, der in Ordnung ist, ja, und der auch vielleicht sogar ein kultiviertes Deutsch spricht, wo ich dann auch sage, der fügt sich in die Ordnung, in die gesellschaftliche Ordnung ein, aber gleichzeitig verkörpert er im wahrsten Sinne des Wortes die Auslöschung meines eigenen Volkes. Ja. Wie geht es mir damit? Ich finde es ganz gut, dass gerade irgendwie viele sagen, nee, in der Welt will ich kein Kind verbauen. Weil das hilft mir wiederum und meiner Zuversicht, dass ich mein Kind gebären darf, ohne einen Namen. Und überhaupt das Wissen von irgendwem, den es sich zu interessieren hat, dass es da ist. Frei. Und das arrangiere ich jetzt schon seit fast einem Jahr durch mein geldloses Leben. Es sind noch 11 Tage, bis es ein Jahr rum ist, am 26.12.2015. Habe ich 20 Euro einem kleinen Mädchen gegeben, das wahrscheinlich irgendwo aus dem Ausland kam. Offensichtlich. Ja? Eine Zigeunerin.
Die sitzen hier überall und betteln ständig. Und das kleine Mädchen hat mich gefragt, hey, sind sie was? Eis und Geld und Eis. Hat nur 20 Euro, hab ich gegeben. Und das waren die 20 Euro, die ich meinem Papi abgezwungen habe. Damals. Aber die Erfahrung war notwendig. Ich musste diese 11 Tage nichts essen. Ich musste erkennen, dass ich... ich musste das alles durchmachen. Das ist wichtig so. Es musste sein. Es musste alles immer sein. Und mir ist es sehr wichtig, dass die Sachen koscher sind. Und koscher bedeutet für mich, dass sie, dadurch, dass ich sie nutze, konsumiere, verbrauche, kein Leid schaffen, kein Leid erzeugen. Und am besten geht das, wenn es nichts gekostet hat. Und deshalb esse ich ja so gerne mein selbstgefundenes Obst. Ich habe das gepflückt und ich habe mich gebückt und habe es aufgehoben. Und die Nüsse, ganz viele Nüsse, Haselnüsse, Walnüsse und Maronen. Ich habe auf der Salzstraße von Scherben nach Angersdorf einen Maronenbaum entdeckt, letztes Jahr schon. Und dann Thomas, weiß nicht, ob ich gut schmecken. Ja, der eine Scholle. Beziehungsweise, wenn die Sachen dann doch gekauft werden müssen, dann sollte es doch nicht immer das Billigste von Berlin sein. Und wenn das dann doch mal der Fall ist, dann möchte ich aber, dass die Sachen gerne gegeben werden. Und nicht aus diesem, hat Prentice Mulford auch gut formuliert, nicht diesem, ich muss ja was zurückgeben oder ich muss das ja, ich stehe jetzt irgendwie in der Schuld oder so, das wird mir abgerungen, sondern freiwillig. Mit Freude schenken. Ich möchte mit Freude beschenkt werden. In allem, weil ich mir nichts mehr kaufen will und kann. Ich bin jetzt nicht mehr das isolierte Individuum. Rein theologisch nicht mehr. Ich habe den Status von einem Säugling, das mit Geld überhaupt nichts anfangen kann und darf. Oder von einem Haustier. So fühle ich mich auch ab und zu. Ist auch schön, weil dem Haustier geht es ja richtig gut. Im Chinesischen bin ich Schwein im Monat. Und sonst zweimal Hund. Und dann kommt da noch die Schlange. Das Seelentier ist die Schlange. Kommunismus. Gelebten Kommunismus. Ich habe viele Bücher gelesen. Für mich viele. Die Eilers behandeln. Ich will auch mein Kind nicht in irgendwelche Windeln wickeln. Niemals. Ich möchte Kleidung haben, die mich im Sommer wärmt und im Winter kühlt. Ich möchte lachende Gesichter sehen. Ich wünsche mir, obwohl ich Kinder, ich wünsche mir, Liebe alte Menschen, weise Menschen, gebende Menschen, lachende Menschen, wie schon gesagt, weinende Menschen, tanzende Menschen. Ich möchte so gern tanzen. Seit ich hier angekommen bin, kann ich nicht mehr tanzen, wie ich will. Ich fange an zu tanzen, 5 Minuten später klopft jemand und unterbricht mich, weil ich nur noch am Ackern bin. Ich bin nur noch am Ackern. Seit ich hier bin, habe ich eigentlich irgendwie keine Zeit mehr für mich selber. Und deshalb geht ja auch mein Zahn hier im Arsch, weißt du? Ja, ich habe an meinem Anima-Zahn auf dem Karies, weil ich nicht mehr tanzen kann, weil meine Mutter die Musik ist. Meine Mutter ist die Musik, mein Vater ist das Tier, meine Mutter ist die Musik. Weil die nicht mehr mein Hauptlebensinhalt ist, so wie es eigentlich sein sollte. Tanzen und singen und Spaß haben, das ist meine Berufung. Ich kann aber nicht, weil ja alles mich nicht lässt, weil ich noch so viel zu tun habe, bis das alles vorbereitet ist und so sein kann. Und da muss ja alle mithelfen. Also nicht gut, kann ich gerade mal so sagen. Ja? Also ich habe keine Hassgefühle gegen einzelne Flüchtlinge. Ich bitte dich, nimm diese ganzen Worte nicht mehr in den Mund. Drück das aus, was du ausdrücken möchtest, aber ohne diese ganzen negativ belegten Worte. Ja, oder Ausländer. Das ist es ja gerade. Ne? Die sind nicht Ausländer, die sind aus fremden Ländern.
dann denke ich, die haben ja auch eine Heimat und die wollten auch nicht haben, dass in ihrer Heimat das geschieht, was hier in Deutschland geschieht, ja? Wenn die mal ehrlich zu sich selber sind. Das sagen die untereinander oder vor sich selber vielleicht auch. Bin ich überzeugt, da gibt es viele, viele, viele. Jo, Wolfgang, die haben den großen Vorteil, ja? Wie jetzt vielleicht in Deutschland, Thailand. Die sehen viele von sich selbst und die haben viele, die in derselben Situation sind. Offensichtlich haben es die auf eine Art und Weise sehr viel einfacher, eine Gemeinschaft zu bilden und zu finden, ja? Als hier unser Eins. Die haben einen gemeinsamen Nenner, weil die Grundlage, die wir ja noch haben, die ist bei denen schon gar nicht mehr vorhanden, nämlich das Heimatland. Sie sind woanders und finden sich auch aufgrund dieser Voraussetzung. Und da haben die uns einen Vorteil. Wir haben ja echt noch viel aufzuarbeiten, richtig viel. Ja, oder Ausländer, die sich an den Kopf fassen. Sie sind dann hier in Deutschland, aber fassen sich an den Kopf, was die Deutschen mit sich machen lassen. Die spinnen doch, die Deutschen. Ja? Aber gut, die Deutschen sind so, sie sind so blöd oder sie sind so ohne jede Selbstachtung, ohne, ja. Da ist gar keine Selbstbehauptung. Sie sind nun mal so, die Deutschen. Sie bieten es auf dem Silbertablett an, dass man hierher kommt. Dann nehme ich das mit. Wenn ich es nicht tue, tun es andere. Also, kann ich doch keinem verübeln. Ich frage mich nur, warum das bei uns Deutschen nicht sich ereignet, ne? Ah. Unbequeme Fragen, die hier nicht gestellt werden. Gerade wir Deutschen verdrängen die unbequemen Fragen. Gehört eine Freundin her? Wenn sie ja eigentlich natürlich, naturbewusst gar nichts töten möchte, also auch kein Kohlrabi, den sie vorher kocht. Sie möchte doch das Lebendige in sich aufnehmen. Nicht, dass ich nicht mehr koche. So weit bin ich noch lange nicht. Aber wenn er doch nur auf Holz, das der Baum freiwillig abgeworfen hat. Und im Einklang. Warum ist es immer noch so schlimm? Warum? Warum ist die Frage des Todes? Warum nicht ist die Frage des Lebens? Sven Wiesner. Gäb, man kann das endlos fortsetzen. Wir haben so viel Heuchelei hier. Ja. Wie geht es einem Polizisten, der von einem Deutschen, den er in die Mangel nimmt gerade, ne, zu hören kriegt, ja, bei uns Deutschen, da nehmt ihr es genau. Und bei den anderen, bei den Zuwanderern, da schaut ihr weg. Eben, weil es ganz andere Voraussetzungen sind. Wie geht es dem Polizisten, wenn er dann die Ordnung aufrechterhält und dem Deutschen gegenüber sagt, nein, so ist das nicht, aber insgeheim weiß, dass es doch so ist? Ja? Die kommen hierher, ja, um es bei dem Vogelfieh Metapher-Thema bleiben zu lassen. Das ist ja wie so eine riesige Suppenhuhn-Legeanstalt. Ich würde sagen, eine Legeanstalt. Vielleicht ist es doch eine einzelne Legeanstalt. Ja, ich habe ein gutes Bild. Es gibt jetzt nur noch Bodenhaltung. Die haben ja die Käfighaltung abgeschafft. Also es gibt Gruppenkäfighaltung angeblich noch. Aber sagen wir mal Bodenhaltung. Passt. Diese eingepferchten, die ganzen Hühner, Suppenhühner an der Bodenhaltung mit Eierlegen und so. Wir sind ja auch noch ordentlich. Wir sind ja im Prinzip alle Weiber, die nur abgepumpt werden ohne Ende. Und da kommen jetzt so eine Exoten rein, ja? Die machen erstmal ein bisschen Krach. Ja? Die sehen ganz anders aus. Die verhalten sich ganz anders. Die bilden Grüppchen, verhalten sich ganz anders. Aber da hilft es vielleicht, dass der Käfig gesprengt werden kann, aufgrund der Fülle, die dann da drin existiert und der Reibung, die entsteht. Und das ist dann das Gefängnis, in dem alle sitzen, peng, einfach weg ist und alle rausfliegen können. In die weite Welt, in die Luft, überhaupt erstmal sehen, dass es Sonne gibt und dass es da noch andere Tiere gibt, die nicht fliegen, flattern, sondern die schwimmen oder die im Boden leben und die klein sind und groß sind.
Also wir wollen nicht mehr Suppenhühner sein. Wir wollen nicht in der Suppe landen. Wir wollen die Suppe auslöffeln, die wir uns eingebrockt haben. Und dann machen wir den Topf schön sauber. Und dann werden wir alle Rohköstler. Wie geht es einem Staatsanwalt, der nicht ermittelt? Wie geht es einem Journalisten, der nicht berichtet? Wie geht es denen, wenn die sich die Frage stellen, warum tue ich das? Da wird es richtig unangenehm. Richtig unangenehm. Ich muss das alles wieder hochziehen. Ich kann jetzt 10 Sekunden zuhören und muss dann gleich wieder was sagen, damit ich mich durch mein Gerede wieder in eine bessere Schwingung versetze, damit ich dir wieder weitere Sekunden zuhören kann. Bernd ist auch sehr sensibel, was das angeht. Sehr, sehr sensibel. Wie geht es einem Deutschen, der zu allem schweigt, außer dass er hier und da mal vielleicht, Kommentare absetzt in den Weiten des Internets, bei einer Online-Tageszeitung im Kommentarbereich, unter einem YouTube-Video im Kommentarbereich, mit einem anonymen Konto auf Facebook, aber ansonsten schweigt, ja. Das, was ihn. Die Bedingungen sind einfach nicht da, dass er das Maul aufmacht. Beschäftigt, das, wo er auch sich Sorgen macht, wie ich das tue, dass er das nicht zu seiner eigenen Sprache bringt, nicht darüber spricht, sich das abklemmt, hier oder hier bereits abklemmt, ja? Nicht durchatmet, nicht frei durchatmet, nicht frei darüber spricht. Ja, wie es so einem geht, das erfährt man nicht. Das will der auch selbst von sich gar nicht wissen, in der Regel, ja. Der Deutsche, der schweigende Deutsche, ja. Und wer ist das? Das sind praktisch alle. Jeder Silber, Schwein ist Gold. Ja. Lass vielleicht mal die Deutsche sprechen, nicht den Deutschen. Hier wird's unbequem. Ja? Wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Wir müssen lernen, eine Regel zu haben. Ich habe eine Regel. Okay, ich bin kein Mädchen mehr, ich bin eine Lolita. Ja, ich bin eine Lolita. Und nur weil der Jonathan Mese die Lolitas total toll findet. Ja, die Lolitas, die Lolitas. Ja, denen unterwerfe ich mich gerne. Ja. Weil nämlich die Lolitas, ja, die sind noch nicht beschmutzt worden. Die reinigen sich immer wieder aufs Neue, dass sie ihre Regel schon haben. Und eine dieser Regeln lautet, wenn die Jungen reden, haben die Alten die Klappe zu halten. Deshalb hat Jesus auch Jünger. Die waren einfach nur Jünger. Ja, wenn die Jünger sind, heißt das, die haben auf einer anderen Art und Weise mehr Erfahrung bzw. mehr Einsicht in die Dinge, weil sie nämlich erst später dazu gestoßen sind, hier ins Spiel des Lebens auf diesem Planeten. Das ist meine Meinung, deshalb suchen sich die Kinder auch die Eltern aus, weil die genau sehen, alles klar, da platziere ich mich, da bin ich genau richtig, da helfe ich, so wie ich das gemacht habe. Ich bin am Dienstag geboren, ich diene und ich bin demütigst am Dienen, weil ich nämlich Demut mit Nachnamen heiße. Ja, mein Liebster heißt so, Demut. Also dem Unbequemen ausweichen bringt dann ein Ende herbei. Wehe, ne? Wo ich gar nicht so genau wissen will, wie das wird. Das steht das da nicht auf, ist, du freust weil ich jetzt tatsächlich nicht im Negativen herumbühlen will, ja. Das wirklich Positive an dem, sage ich einfach jetzt. Das höre ich mich ganz aufgefreut, wenn ich irgendwo. Jeder Einzelne. Da kam ich nämlich gar nicht dazu, kann, so viel zu rauchen. Ja. Wenn ich wirklich absolut 100% glücklich bin, dann dauert es ewig, bis ich sowas geraucht habe. Und dann in Kaufnahme, dass es unangenehm für ihn wird, ja, zugegeben, ja. Aber jeder Einzelne kann an sich da arbeiten, ja. Kann an sich anfangen, etwas zu verändern, ja. Warum? Ich finde das gut, dass du alle Männer ansprichst. Die deutsche Sprache ist, was das angeht, sehr korrekt.
wenn Frauen das Wort Mann in den Mund nehmen, im Sinne von, na, man macht das doch so und so, und sich dabei mit einem Typen unterhalten, ja, es ist einfach nur eine Art Übersetzung, dass derjenige das besser versteht, eigentlich. Aber wenn sich Frauen untereinander mit Mann unterhalten, ich glaube, da versuchen sie nur die Männerwelt zu verstehen. Aber ich möchte, dass sich die Frauen nicht unten halten, sondern ich, der einzige weibliche Kontakt, den ich habe, ist zu Silvia, meiner Wahlmami. Wir werden zusammen die Wohnung auf Vordermann bringen. Ich hatte damals schon eine Freundin. Ich brauche eine Schwester. Ich habe bis auf sie keinen Kontakt zu weiblichen Wesen. Ist das nicht schlimm? Und nur weil ich so ultra speziell bin, ja, weil es anderen mir nur schaden könnte. Aber ich wünsche mir nichts sehnlicher als eine Gruppe von Mädchen. Meine Freundinnen von früher wünsche ich mir zurück. Lynn, Gesa, Franziska, Chrissy, Marianne, Gucci, Mareike. Wir hatten so viel Spaß miteinander. Und dann kamen die Freunde, die Beziehungen. Und wir kennen uns nicht mehr. Wir haben keinen Kontakt mehr zueinander. Alles weg. Aber uns verbindet unsere gemeinsame Vergangenheit. Ich habe viele Freunde. Auch von früher. Freundinnen. Wenige. Ich wünsche mir Freundinnen, Schwestern. Ich bin hier in der Abbey, die Abbey Roth, die Abtei. Ja? Ich wünsche mir, dass sich die Brüder und Schwestern erstmal wieder voneinander trennen. Damit sie mal wieder sehen, dass die einen Brüder sind und dass die anderen Schwester sind. Dass es doch eine Trennung gibt. Eine ganz natürliche. Die schon kleine Kinder sehen. Und dass dann das andere im anderen Geschlecht wieder reizvoll wird. Das wünsche ich mir. Es ist unbestreitbar, dass Mann und Frau auf einer Ebene die besten Kommunikatoren sind. Nur oft bedarf es eines Dritten. Weg von der Dualität in die Trialität. Das dritte Auge. Du jetzt in dem Fall die Kamera. Ja? Es ist immer ein Dreieck, eine harmonische Konstellation, ein Trigon. Denn wenn Bernd und ich aufeinandertreffen, er als Stier, ich als Skorpion, Opposition, und ich dann auch noch ein jüngeres Mädchen bin, also gleich zwei Komponenten, die bei mir eine Rolle spielen, ob derjenige älter oder jünger ist und ob es Mann oder Weib ist. Kommunikationsformen sind nicht gleich. Ja? Und wenn ich keinen Kontakt außer zu Silvia, zu anderen Mädchen habe, wo finde ich denn das dann? Auf jeden Fall hat die Mutter-Tochter-Revolution bei mir schon begonnen. Ich habe letztes Jahr angefangen, ein Buch zu schreiben. Der Anfang ist die Hälfte vom Ganzen. Mit meiner Mutter zusammen. Und da ich direkt mit meiner richtigen Mutter nicht das tun kann, was ich brauche, suche ich mir meine neue Mutti. Die hat nämlich all das, was noch vor mir liegt, diese Artistin in sich, das, was ich mir wünsche, dass ich mit meinem Liebsten auf dem Dancefloor einfach mal die tollste Nummer hinlege. Strong und Flex, weißt du? Er ist Strong und ich bin Flex. Nein, er ist Strang und ich bin Flox. Ist ja wurscht. Du bist bei 28 Minuten. Wir haben noch eine Stunde Zeit, bis Bernd kommt. Bis dahin schaffen wir das. Halte ich meine Klappe? Warum finde ich keinen Mitmenschen, mit dem ich auch mal mich austauschen kann über diese Dinge? Ja? Mädchen. Warum in meinem Fall Mädchen. Finde ich keinen Gedankenaustausch unter meinen Landsleuten? Ja. Liegt es an mir vielleicht, ja? Kann ich etwas tun? Kann ich diese Sprachlosigkeit, die ich mir hier auferlege, wo es ja auch gute Gründe gibt dafür, ja? Das will ich nicht abschalten, ja? Die Leute machen sich ja nicht ohne Grund Sorgen und halten die Klappe, ja? Halten ihr eigenes Profil so klar, klein wie möglich, bloß nicht in Erscheinung treten in diesen Zeiten, ja? Wo schon da eine Positivbewertung eines Facebook-Kommentars zur Entlassung führen kann. Wir leben in der Endzeit. Das Ende der Zeit ist nah. Danach spielt Zeit keine Rolle mehr. Und bis dahin brauchen wir die Zeit und das Alter. Denn das Alter ist weise.
heißt ja nicht nur, dass die Alten eine Klappe zu halten haben, im Sinne von der Filmklappe, ne? Wenn die Kinder wieder irgendwas Tolles, super, super Tolles machen, die Filmklappe mitschneiden, hingucken, dabei sein, wie im Kino, wo du Geld für bezahlt hast, wo du Popcorn brauchst, wo es übelst teuer war, damit du dann diese anderthalb Stunden richtig tollen Sport hast. Richtig von dabei. Geht abends Kino, mit meinen Brüdern, mit Christian und Christian. Ja, die sind auch sehr gegensätzlich. Der eine hat viele Haare und lange Haare, der andere hat wenige Haare und kurze Haare. Ja, weiter geht's. Wir erleben ja hier in Deutschland ganz bizarre, absurde Geschichten, ja, aus der Berufswelt, aus dem öffentlichen Dienst, aus dem Bereich der öffentlichen Rede über die Leitmedien, ja. Wenn Donald Trump mit Hitler schon verglichen wird in der Öffentlichkeit und jemand, der hier in Deutschland sich für Donald Trump ausspricht, ja, dann schon in eine bestimmte Schublade gesteckt wird. Es gibt ja hier absurdeste Erscheinungen in Deutschland. Ja? Absurdistan? Absurdistan? Aber jeder, der schweigt, kann sich selber diese Fragen stellen. Ja? Und alleine das gibt ihm schon die Möglichkeit, aus einer Ohnmacht mal einen Schritt herauszutreten. Ja? Und bei sich selber einmal etwas in Gang zu setzen, in Bewegung zu bringen. Und das sehe ich als äußerst positiv an. Das sollte eigentlich jedem Hoffnung machen können, ja, dass Bewegung möglich ist. Und zwar angefangen bei mir selber. Wie geht es jemandem? Ich schaue jetzt hier in dieses Loch hinein. Alle, die zuschauen, ja. Das ist die Qualität, wenn ich diese Videos mache, für mich selbst die Qualität, ja. Dass ich mir das wirklich vorstelle. Ich habe meine Zuschauer vor mir. Ich schaue ihnen ins Auge, in dieses Kameraauge, ja. Ich schaue nur mit einem Auge. Das passt ja, 1:1 ist es dann, ja. Mein rechtes Auge ist leider beeinträchtigt. Also, aber es ist Auge in Auge, ja. Das ist gut, dass es beeinträchtigt ist. Ihr könnt euch wirklich die Frage stellen, was ihr selber tun könnt. Bei euch, ja. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Und bei sich selber mal anfangen. Ja? Und da dieses allgemeine Schweigen, ja, dass ein jeder bei sich aufbrechen kann. Wenn er da Hoffnung hat, wenn er da sieht, es geht ja grundsätzlich, ja, wenn er weiß, es geht. Ich weiß, dass es. Und es ist ja nur der Wille, der zählt. Es wollen, es nur wollen. Wille heißt wollen. Es geht, ja. Ich sage mal, ich bin doch selber ein Beispiel dafür, dass es geht, ja. Ich bringe Voraussetzungen mit. Ne? Nicht bei jedem kann es so gut gehen wie bei mir, weil ich von meiner beruflichen Situation her schon ziemlich unabhängig bin. Allein schon von daher. Ja? Ich habe nicht eine Familie zu versorgen, ja? Wo ich mir dann wirklich Sorgen machen müsste, was ist, wenn ich meine Einkommensquelle verliere. Das kann ich jetzt Frau und Kindern nicht zumuten. Würde ich dann auch nicht tun hier. Ja? Aber da gibt es ja noch viele Zwischenformen davor. Ja? Wenn man gar nicht mit anderen Leuten über das alles hier spricht, ja, auch im engeren Kreise nicht, dann kann man da etwas tun. Ja? Und das macht mir Hoffnung, oder das sollte eigentlich jedem Hoffnung machen. Jeden, der jetzt gerade hier zuschaut, ja, den ich hier anspreche, direkt anspreche, aber jetzt nicht in dem Sinne anspreche, mit dem Finger auf meine Zuschauer zeigen, ja. Auf mich wird mit dem Finger gezeigt, ja. Überall. Also, oder sehr, sehr häufig. Ich krieg's ja mit, ne. Aber ich will's nicht andersherum jetzt machen, ne. In 1000 Richtungen dann mit dem Finger zeigen. Aber jeder kann sich diese Fragen stellen. Und das macht mir Hoffnung, ja, weil jeder damit die Möglichkeit hat, bei sich anzusetzen und da etwas
in Bewegung zu bringen, sich selbst zu bewegen. Ja? Das ist eine innere Bewegung erstmal. Aber eine Bewegung weg von der eigenen Ohnmacht, sich selber zum Schweigen zu bringen. Ja? Wenn dieses System oder wenn diese Leitmedien oder diese geistige Matrix, in der wir uns hier befinden, dieses geistige Kraftfeld in Deutschland, ja, mit der Political Correctness, mit dieser Tabuisierung freier Rede, ne? Also bestimmte Themen werden hier in Deutschland tabuisiert, massivst tabuisiert. Und das spüren die Leute, deswegen halten sie die Klappe. Obwohl sie das empfinden, was ich hier auch oft zum Ausdruck bringe. Ja, dann Worte wählen, andere Worte wählen, andere Worte. Dichten, also da kann jeder. Verpackt eure Probleme in ein Gedicht. Wenn es sich reimt, ist es schon nicht mehr so schlimm. Ja, für sich schauen, warum suche ich nicht das Gespräch? Wenigstens da. Und dann macht's wie Alf, ja? Macht nicht nur ein Gedicht, macht ein Rockvideo draus. Ein Rockvideo! Wo ich zwar nicht in der Öffentlichkeit auftrete, ja? Ein Rock! Zieh einen Rock an! Wo ich mich nicht gefährde, aber wo ich trotzdem mal im direkten Gespräch mit einem anderen, Brave, mit einem Gastmann, er macht es auch. Oder auch mit einem Ausländer. Brave, ja, zieht den Rock an. Offen über diese Dinge rede. Da, wo ich kein Risiko eingehe, wo es mir vielleicht peinlich ist, aber zumindest riskiere ich nicht meine Wählt euch eine Rolle, die euch am besten zusagt und spielt diese Rolle. Wählt euch eine Rolle, die euch am besten zusagt. Wählt euch eure Persona, eure Maske selbst. Lasst euch nicht aufdrängen. Wählt euch die Maske selbst, spielt irgendwas, wo ihr sagt, okay, diese Rolle, die kennt jeder aus irgendeinem Film oder was auch immer. Da hat jemand eine Vorstellung, was damit zusammenhängt, so ein Eindruck, ja. Und dann tragt das vor. Wie auf der Bühne, als würden euch alle zuhören. Weil die Theatralik brauch's, die brauch's wirklich. Ich hocke gerne hier unten, weil ich spiele die Kinder und Hunde, eine Hunderolle. Ich schaue nach oben, ich schaue, du, Wolfgang, bist groß, du bist sehr groß. Du schaust nach unten in deine Kamera, weil dein Vertigo nicht hoch genug ist oder was auch immer. Na, wählt euch eine Rolle, eure Persona, eure Maske und dann fangt an zu rappen. Macht ein Rockvideo. Distanz, es gibt da Zwischenstufen, Vorstufen, ja. Wie geht es? Und jetzt? Kabarett! Das war eigentlich vorhin der Moment, wo ich gesagt habe, ich schaue in dieses Kameraloch hier hinein, ja, 1:1 jetzt. Wie geht es meinen Zuschauern? Das Licht am Ende des Tunnels, in der Kamera. Schauern. Das sind die ganzen Glühwürmchen außerhalb, die ganzen Glühwürmchen. Das sind alles die Lichter am Ende deiner Kamera, deines Tunnels, ja, die ganzen Glühwürmchen, die du siehst am Ende, in deinem imaginären Auge. Ja, ja, die vielleicht von den Begriffen, die sie im Kopf haben, von den Denkschablonen her, ja, sich manches Mal sagen, dieser Typ da mit diesen Videos, ja, das ist doch ein Rassist, das ist doch ein Rechter, das ist doch ein Rechtsextremer, das ist doch völkisch. Ja. Wie geht es euch damit, wenn ihr gleichzeitig merkt, dass ich offen spreche, dass ich aufrichtig spreche, ja? Dass ich nicht hetze. Komm in den Fluss, komm in den Flow. Komm in den Fluss, komm in den Flow. Dass ich ein fühlender Mensch bin, der keinen Vernichtungswillen hat. Fang an zu kämpfen. Gegen Andersdenkende oder gegen Andersartige. Die sind Wie geht es euch damit? Die sind einfach nur auf eine andere Art und Weise artig. Ja? Ich bin auch artig. Ich kann auch brav sein. Wenn ihr euch vielleicht dabei ertappt, ja, dass manches von dem, was ich sage, euch anspricht, direkt anspricht, spricht, ja, aber ihr die Begriffe in eurem Denksystem, völlig verdreht, in eurer Ideologie nicht findet, um das auf die Reihe zu kriegen, ja, wie geht es euch damit? Eine sehr unbequeme Frage. Ja. Und seid froh, dass ihr mir da nicht Rede und Antwort stehen müsst, ja, ihr müsst euch vor mir nicht rechtfertigen, ja. Aber überlegt einfach mal, wie wäre das, wenn es so wäre, ja? Und ich würde sagen, nein, ich entlasse dich jetzt nicht.
stell dich hier in die Mitte und sage mir, wie es dir damit geht. Ja? Das ist widersprüchlich. Kläre diesen Widerspruch hier. Äußere dich. Ja? Ist ja nicht so. Die ganz, ganz große Chance, die wir haben, ja, ist, dass diese Lähmung über unserem Land, die Sprachlosigkeit in unserem Land, in uns selber verankert ist. Und dass wir die da auch in uns selber mal lockern und lösen können. Ja? Und das meine ich mit diesem Vergleich Glasscheibe, die ganz spröde ist, ja. Wenn man da 2 Millimeter verbiegt, dann macht's Krach. Ja. Clear, ja? Und die zersplittert. Ja, und ich hab's im Fuß. Und ich hab's im Fuß. Und die elastische Weidengerte, Weidenrute, ja. Ich denke an Trauerweiden. Ich liebe diese Baumart, ja. Ich bin auch eine Trauerweide. Ich bin kein Opportunist, der sein Feld nach dem Winde hängt. Ich bin der fähig, heute meine nicht Eltern mehr wissen will, was er vor 2 Wochen gesagt hat. Das bin ich nicht. Ja, so viel zur Flexibilität. Ich habe einen Knoten. Man kann sich aber da weicher machen. Man kann mal sich auch emanzipieren von einer ideologischen Verfestigung in einem selber drinnen. Ja? Martin Sellner hat jetzt in einem Gespräch mit Hagen Grell etwas sehr Wichtiges gesagt. Vorher schon in einem Video über diese Maria Ladenburger, die getötete junge Frau aus Freiburg. Auf mein Opa. Der hat gesagt, das ist eine Sekte. Das ist eine seelische Krankheit, die sich da ausbreitet. Bei diesem wirklichkeitsfremden ideologischen Denksystem oder bei dieser Denkweise von ganz ideologisch vom. Das sind gute Schmerzen, Kopfschmerzen, ja? Wenn ihr alle Kopfschmerzen habt von diesem ganzen Problem, Scheiße, Wälzen, einfach mal mit der Weidenrute und Wolfgang weitermachen. Worten, Willkommenskultur Befürworter. Salicylsäure. Salix, die Weide. Salix. Tatsächlich, wenn ich an diesen Vater denke, von der ermordeten jungen Frau, ne, und das ist ja das, wo der Martin Sellner drauf hinausging auch, ja, da denke ich wirklich, da in dessen Haut möchte ich nicht Mädchen stecken. Ja. Aber bestimmt ein Mädchen ohne Eltern, ey, Scheißdreck. Oder ohne Brüder, noch schlimmer. Ich möchte nicht in dessen Haut stecken, wenn ein Spiegel vor mir mich dazu zwingt, mich selber anzuschauen. Ja. Also dieses ganz Starre im Sinne einer Ideologie, wo man nicht von abweichen darf, kann man in sich selber geschmeidig machen. Man kann das aufweichen und man gewinnt dadurch. Man kann das, richtig. Man kann bei mir ist es Salix. Dieses lange Eingangsbeispiel Salina. Gewesen. Salinum, Salire. Mein Nachdenken über Sozialismus, ja. Also ich bleibe dabei, ich bin gegen Sozialismus, ja. Ich habe gesagt, George Orwell, Farm der Tiere. Funktionäre, die sich die eigenen Taschen vollstopfen, die so tun, als würden sie ein Gemeinwohl verwalten. Und das Gegenteil findet statt. Jedes Gemeinwohl wird dadurch zerstört, ja. Aber die reden genauso, als wären sie zuständig für das Gemeinwohl. Das macht es doch so unangreifbar. Salina, Salinum. Salzfass. Salina, die Salzfässer. Salzfässer. Das Salzfest. Salix. Salix. Moment. Google sagt Salix. Salix Wikipedia. Salix Pharmaceuticals. Salix Alba. White Willow. Salix, about Salix. Salix ist eine GNU-Linux-Distribution. Salix ist eine Linux-Distribution. Danke, Sachsen George, ich grüße dich. Greifbar, das ist ja das Verrückte, das Perfide daran, ja. Das
krankhafte Gutmenschentum hier in unserem Lande, ja, wirklich seelisch krank, so wie der Martin Sellner das auch zuspitzt, ja. Bitte verurteile das nicht. Jeder hat einen Grund, irgendwas zu tun. Jeder. Ja. Lasst uns alle die negative Schwingung aus unseren Worten entfernen. Das hat Zerstörungspotenzial. Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Ja? Und die Sprachlosigkeit, die wir hier... Die Menschen wollen das nicht mehr. Wir sind jetzt in der Vorweihnachtszeit. Wir wollen Liebe. Jeder lechzt nach Liebe. Miteinander leben. Und berühren. Die ist gefährlich. Wir wollen den anderen berühren. Im Herzen. In der Seele. Wir möchten ihm nahe sein. Soll ihm nahe gehen. Berühren. Erst im Herzen berühren. Und noch was, Bernd. Ja, zufällige Berührungen sind. Aber unser Gebot gilt. Zufällig ist in Ordnung. Aber nicht zielgerichtet. Das darf nur ich. Ich darf die Katze sein, die kommt und miau macht. Deine Worte, ich bin wie eine Katze. Aber ich habe Krallen. Da entstehen die Dämonen, vor denen immer gewarnt wird. Ja? Aus gucken. Diesem Gutmenschentum, aus der Tabuisierung, gerade der ganz wichtigen, unbequemen Bereiche der Politik. Fake News sollen jetzt unterbunden werden. Das wird nicht gelingen. Aber die Versuche sind schon da. Ja? Die Leitmedien werden zurzeit zunehmend hysterisch in ihrem Abwehrverhalten. Ja? Das macht mir Hoffnung. Ne? Ganz klar. Aber was mir besonders Hoffnung macht, ist, dass in jedem Einzelnen inzwischen, ja, das immer stärker auch ankommt, jetzt dass er merkt, hat beide die Falte. Er gesteht sich bestimmte Dinge nicht ein. Er stellt sich. Es ist so schön. Du, ja, spielst in unserem Theaterstück mein Papi und Bernds Papi. Aber Bernd spielt wiederum in unserem Theaterstück mein kleines inneres Mädchen, ja, das er mir spiegelt mit schönem, vollen, langen Haar und, ne? Und ich, ja, jetzt ist hier gerade ein Ausrufezeichen. Das Netz sagt, nö, jetzt will ich jetzt nicht mehr, aber es geht gleich weiter, das weiß ich. Du bist schon zu Ende? Das ist jetzt ganz persönlich. Unbequeme Fragen nicht, aber immer stärker dürften auch beim Einzelnen, ja, sich die Dinge verschoben haben, dass der Einzelne merkt, auf Dauer kann ich dem Unbequemen nicht ausweichen, ich habe mich ihm zu stellen. Der Vater von Maria Ladenburger hat sich ihm stellen müssen. Ja? Wie er das getan hat, haben wir gesehen. Und ich wollte nicht in seiner Haut stecken. Und jeder Deutsche, der so vieles hier mitbekommt, wahrnimmt, ja, und Ähnliches empfindet oder wahrnimmt, wie ich das tue, ähnlich vielleicht auch denkt darüber, ja, aber dauerhaft schweigt, kommt in solche Probleme, dass er sich irgendwann ja doch stellen sollte, nicht mehr ausweichen kann. Ne? Und wir haben die Freiheit, wir haben die Möglichkeit, an uns selber da zu arbeiten. Deswegen ist es gut, dass ich wo ich ja hier sehr frei rede auf YouTube, ja. Deswegen ist es gut, dass ich mal 10 Minuten lang von einer eigenen unbequemen Frage gesprochen habe, ja. Wie hältst du es, lieber Wolfgang, mit dem Sozialismus? Meine Gretchenfrage, eine meiner Gretchenfragen, ja. Wie hältst du es, lieber Wolfgang, damit, dass es hier... Warum kommt ihr eigentlich nicht zu der Gretchenfrage? Wie haltet ihr es mit Gott? Das ist die Urfrage.
Das ist die Gretchenfrage. Nicht irgendeine andere Gretchen, das ist die Gretchen. Das hat die gefragt, soweit ich mich erinnere. Wer ist das mit Gott? Hm? Denn das Gretchen, das hat eine Verbindung zu Gott. Und es will ja nicht die Verbindung aufgeben, indem sie sich mit jemandem einlässt, der die Verbindung nicht hat. Ja? Zumal derjenige auch noch stärker ist. Ausländer gibt, auch Neger, ja? Die ich schätze, die hier in Deutschland leben, ja? Die in Ordnung sind, die Deutschland als ihre Heimat ansehen inzwischen. Ja. Warum nicht? Da kann ich mir auch Fragen stellen. Tue ich auch, Leute, glaub mir, ja? Unbequeme Fragen? Die werden uns alle mal mitnehmen und uns ihr Heimatland zeigen. Weil ich freue mich darauf, das alles zu sehen und zu erkunden, die große Welt. Die habe ich schon noch gar nicht gesehen. Ich bin ja noch nicht weggekommen. Ich war mal eine Woche auf der Moldau unterwegs, dann war ich mal kurz in Österreich, dann war ich einen Tag in Dänemark und mal über die polnische Grenze. Ich war auch schon mal einen halben Tag in Holland. Ansonsten war ich noch nicht im Ausland. Ich bin total hier aus dem Nesthäkchen. Ein wieder einmal langes Video. Meinst du erst? Weil es halt so ist bei mir. Ne? Noch komme ich von diesem Format nicht runter. Nochmal ein ganz anderer Punkt. Wir werden das verdreifachen. Jetzt, ne? Es kommt während dieses Sprechens manches bei mir hoch, ja? Mit diesen Videos überwinde ich mein eigenes Schweigen, ja? Betrachte das einfach mal so, ja? Das ist das Überwinden, frischen Wind, Wind, Winden, Winden, sich winden, genau. Und du, lieber Wolfgang, gibst mir die Möglichkeit, mich auch zu äußern. Ja, das sind die Punkte, wo ich ansetzen kann. So frei reden wie du, das ist nicht so meins. Ich bin gern der Spiegel. Ich gesell mich gern dazu. Das nimmt euch die Lebenszeit hier ein wenig, ne? 45 Minuten. Ist nicht in meinem Sinne. Macht was aus eurem Leben. Seid lebendig, ja. Wenn ihr das schon alles wisst und kapiert, was ich hier zu sagen habe, vielleicht auch wiederhole, ja, ist nichts Neues für euch. Schenkt euch meine Videos, bitte, ja. Es ist in meinem Sinne, wenn ihr selber auf eure Weise lebendig seid. Ja. Ich will niemanden aufhalten, ich brauche keine Klicks. Ich will einfach nur meine Sachen, die für mich wichtig sind, ausgesprochen haben, aussprechen. Ja. Und das tue ich in eine Kamera hinein. Ja. Du wartest aufs Echo und es kommt. Im Blick habe ich dann meine Zuschauer. Das Echo mit Unterbrechungen. Mein Publikum, ja. Aber nicht als Unterhaltungskünstler, nicht als jemand, der sich feiern lässt oder so, ja. Also Leute, ich feiere dich. Du bist 45 großartig. Minuten, jetzt reicht's wirklich. Ich feiere dich. Danke fürs Zuschauen, dass es hier noch jemanden gibt. Ne? Ich zelebriere dich. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ja zurück aus meiner Videopause. Es wird wieder Videos geben. Ne? Tschüss. 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 Ja. Tschüss.